Bruck hat seit vergangenen Freitag einen Dirtpark. Auf dem knapp 2000 Quadratmeter großen Areal hinter dem Bios-Institut können Dirtbiker mal so richtig die Sau rauslassen. Damit aber alles im Rahmen bleibt und nichts passiert, wurde extra ein Verein gegründet, der darauf achtet, dass alle mit Helm und Schutzausrüstung fahren und sich niemand zu viel zumutet. Wir haben heute unseren Dirtpark eröffnet. Wir haben ja voriges Jahr unser Jugendleitbild beschlossen und in dem war der Dirtpark verankert und den haben wir heute offiziell eröffnet. Also ein Dirtpark ist also ein Park mit Erdhügeln in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und verschiedenen Höhen, wo junge oder nicht mehr so junge Fahrerinnen und Fahrer darüber fahren können. Also es gibt einen eigenen Verein, den wir gegründet haben, der nennt sich Fansportclub Mürztal und der ist dafür verantwortlich, dass der Betrieb hier läuft und für die Wartung des Geländes ebenso. Ein Dirtbike ist ein stabiles, eher kleines Mountainbike ohne viel technischen Schnickschnack. Wichtig sind vor allem die Bremsen und die Stabilität, denn mit diesen Rädern wird hoch und weit gesprungen und auch hart gelandet, was Rad und Fahrer ziemlich beansprucht. Einer, der diese Sportart beherrscht wie kaum ein anderer, ist Dirtbiker Manuel Gruber. Der Weltranglisten-10. freut sich über die neue Trainingsstrecke in Bruck. Ja, also es ist eine super Trainingsstrecke für mich. Also es passt circa alles zusammen. Es ist ein ruhiges Platzerl und es ist super zum Trainieren. Na dann, Hals- und Beinbruch.